Hallo meine Lieben, ja, ich möchte heute mal wieder ein bisschen was basteln. Und zwar hatte ich in einem meiner Videos so eine Klammer hier benutzt und habe mir gedacht, Mensch, da hast du so viele von, du musst die echt mal benutzen für irgendwas. Und das werde ich heute mal machen. Und zwar möchte ich mir die ein bisschen gestalten. Und ich habe mir gedacht, ich werde es mir ganz einfach machen. Ich werde mir ein paar kleine Stempel besorgen oder ja, nehmen, die ich halt habe. Und die passen hier, wie ihr seht, auch eigentlich ganz gut hinter. Also von der Größe hier passen die ganz gut. Und werde ich natürlich dann so rum machen. Also die werden dann quasi so an den, wird das an den Stempel geklebt und dann hat man eben hier unten die Klammer. So in etwa stelle ich mir das vor. Und ich werde dafür, wie gesagt, die Stempel eben einmal ausstempeln, dann werde ich sie mir kolorieren und dann habe ich mir hier so Mousse-Gummi geschnappt. Da werde ich die dann draufkleben und dann entweder hinten auf das Mousse-Gummi einfach nochmal Papier drauf oder ich werde probieren, ob das Mousse-Gummi direkt an der Klammer hält. Das probiere ich einfach mal aus, kann ich mir aber auch vorstellen. Und das werde ich auf jeden Fall gleich mal machen. Ich werde jetzt erstmal mit den dreien hier anfangen. Und ich werde die Kamera einfach schnell laufen lassen, dass ihr dann einfach nur im Hintergrund ein bisschen Musik habt und ich hier in Ruhe vor mich hin bastle. Okay, ihr Lieben, ich sage dann erstmal bis später und viel Spaß beim Zuschauen. Ja, meine Lieben, ich bin schon fertig mit Kolorieren und jetzt schneide ich mir die Teilchen zurecht, schneide mir, also klebe sie mir auf mein Mousse-Gummi und dann werde ich sie mir noch aufkleben. Ja, und das mache ich auch gerade wieder fix allein, also lass einfach nur Musik laufen. So, mit dem Sprühkleber hat es leider nicht funktioniert, deswegen habe ich das jetzt mit diesem Kleber hier gemacht. Ich werde jetzt mal gucken. Also entweder habe ich den Sprühkleber zu nah dran oder zu früh auf das Schaumstoff oder es hält einfach auf Schaumstoff nicht. Das wäre ja auch möglich. So. Na, wohin hat das hier gerade so gut gepasst? Jetzt irgendwie nicht mehr so, aber ist egal. So, und den letzten noch. Ja, und jetzt schneide ich mir das einfach wieder den Rändern nach aus. So, meine Püppis sind aufgeklebt und ausgeschnitten. Und jetzt überlege ich mir, ob ich entweder hier hinten könnte man jetzt noch mal ein normales weißes Papier draufkleben oder eben die Teilchen gleich hier draufkleben. Was man jetzt auch noch mal machen könnte, man könnte sich jetzt noch irgendeinen schönen Spruch suchen oder beziehungsweise
würde ich dann sowas nehmen wie so ein Set hier oder dieses kurz gefasst. Und hier könnte man dann zum Beispiel zur Info oder Liste, Ideen, was auch immer, also irgendwie nochmal so einen Spruch kurz dazu kleben. Das werde ich auch gerade mal machen. Ich werde mir hier einfach so ein bisschen Restpapier schnappen. Und ich mache das jetzt einfach mal in Rot, damit es auch schön auffällt. Zack, so. Und dann werde ich mir hier mal so, zack, so, also, was nehmen wir denn da? Da nehmen wir zum Beispiel, wichtig, werde ich mir da einmal aufstempeln. Dann Termine. Termine und Liste. Und der Name verschwindet auch gleich. So sieht das doch gleich viel besser aus. So, genau. Das gefällt mir ganz gut. Und so mache ich das auch bei den anderen Dingern. Aber ich mache mir gerade hier nochmal das Stempelkissen zu. Nicht, dass ich da noch mit der Hand reinkomme. Und mache mir den erstmal wieder sauber. So, und den Termin werde ich hier ran machen und die Liste hier dran. Also hier unten hin. Und den Termin hier hin. Ne, weil, wenn wir einen Termin haben, haben wir es ja meistens eilig und wünschten uns, wir könnten fliegen. Und deswegen finde ich, passt dieses Stempelchen ganz gut. So. Und wie gesagt, dann hier noch die Liste. Die hat ja die Arme schon so weit auseinander. Die sieht schon so aus, als wenn sie gleich die Einkaufstüten dranhängt und alles wieder reinschleppt. Okay, ja, wie gesagt, jetzt nehme ich mir nur noch die Klammern und klebe mir die so hier hin. So, ich habe meine Klammern überall dran. Ja, und ich werde das jetzt bis morgen liegen lassen, werde das ordentlich austrocknen lassen, dass der Kleber halt wirklich gut klebt. Was ich mal gucke, ob ich das vielleicht, entweder lege ich es so rum, dass es da vielleicht besser hält, oder ich werde irgendwas oben drauf legen zum Beschweren, damit die auch wirklich gut halten. Da muss ich mal gucken, dass mir das hier alles nicht so verrutscht. Ja, wie gesagt, und dann lasse ich es halt bis morgen ordentlich austrocknen. Und ich lege mir das jetzt aber mal so hin. Das funktioniert, glaube ich, besser. Das hebt sich so ein ganz bisschen von dem Schaumstoff ab. Wenn aber die Klammern oben sind, dann hält das ein bisschen besser. So, trocknet es jetzt alles bei mir und ja. Das war dann auch wieder ein kurzer Quick-Tipp, was ihr mit euren Wäscheklammern zum Beispiel so anstellen könnt, um ja, da noch was Nettes draus zu machen und dass man die dann auch mal verwendet. Und sie sehen halt ein bisschen niedlicher aus. Man kann natürlich auch jeden anderen Spruch da dran machen. Man muss ja nicht unbedingt so einen Stempel nehmen, sondern man könnte ja jetzt theoretisch auch einfach nur einen Spruch nehmen oder ja, alle möglichen Stempel. Damit funktioniert das ja. Okay, meine Lieben, bevor ich mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen rede, sag ich tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut.